Markus, komm her, setz dich hin. Ich würde dir auch mal gerne Witz erzählen. Nee, und bitte nicht. Versuch mal. Nee, mach ich. Und es ist einer meiner Lieblingswitze. Egal, ob du ihn kennst oder nicht, versuch bis zum Ende nicht reinzureden. Ich werde nicht reinreden. Eine Frau geht mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm in den Bus und der Busfahrer sieht das Kind und sagt, boah, ist das ein hässlicher Vogel. Und die Frau ist total verstört, setzt sich in den Bus und dann sagt ein älterer Herr zu der Frau, was haben Sie denn? Sie gucken so verstört. Und der Mann sagt, ja, der Busfahrer hat gerade volle Lotte mein Kind beleidigt. Und der alte Mann sagt, oh, das würde ich mir aber nicht gefallen lassen. Gehen Sie direkt nochmal hin zu dem Busfahrer. Ich halte auch so lange Ihren Affen. Den kannte ich nicht. Nein. Natürlich. Penner. Du bist ein richtiger Penner. Kennst du, wo die beiden Affen in der Badewanne sitzen? Der eine so, sagt der andere, tu halt mal kaltes Wasser dabei. Ja, du kannst es einfach besser, ne? Ne, komm du nochmal. Komm ich nochmal. Was steht auf dem Grabstein eines plötzlich verstorbenen Mathematiklehrers? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Oder bei der Putzfrau, sie kehrt nie wieder. Ja, ja. Der Mann sagt zur Frau, na? Ich möchte aber tatsächlich für alle, die hier sitzen und wollen irgendwann mal einen eigenen Witz erfinden. Ich habe einen Witz erfunden, den ich heute noch als Lieblingswitz darstelle. Hast du heute erfunden? Pass auf, ja, wirklich. Da sitzen zwei an der Theke. Und der eine sagt so, was machst du in so einem Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, drei Mann. Ja, wären alles. Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Da ist alles drin. Sehr gut.